gottgefälligster Vater Vasili. Liebe Väter, liebe Brüder und Schwestern, mit dem heutigen Sonntag beginnt das Triodum. Sa današnjom nedeljom počinje triod. Und wie ihr alle wisst, er geht schon viele Jahre in die Kirche, eben mit dem Sonntag des Pharisäers und des Zöllners. I za sve vas koji sigurno već koji dugo idete u crkvi, znate da je današnje evanđelje bilo o mitru i fariseju. Und jeder von uns fragt sich jedes Jahr, welcher von beiden bin ich? I svako od nas se godinama pita, koji od te dvojice sam ja? Bin ich der Heuchler, bin ich der Zöllner? Da li sam ovaj što je dvoličan ili sam carinik? Vom Evangelium her hören wir, na am besten wäre es, ich wäre der Zöllner. Po evanđelju, kada slušamo evanđelje, ipak bolje je za nas da budemo carinici. Aber vom Leben her ist es vielleicht schöner, der Pharisäer zu sein. Ali po životu, po ovom životu koje živimo, ipak je lepše da budemo kao Farisej. Beides tobt in unserem Herzen. Oba ta načina života se sreću u našem srcu. Denn es eines vereint beide. Jedno povezuje oba ta načina života. Sie sind Sünder. Oboje su grešnici. Und ein zweites vereint sie. I još jedna stvar koja ih povezuje. Sie wollen zu Gott kommen, in den Tempel. Oboje žele Bogu, žele da uđu u hram. Also gibt es auch Gemeinsamkeiten. Ima, kao što vidimo, i sličnost među njima. Aber in unserem Leben wir tendieren eher zum Heuchler, zum Pharisäer. Ali mi, kao što znamo, mi u našem životu više vučemo kao ovom dvoličnom Fariseju. Wir bilden uns vieles ein auf unser Gebet, auf unser Fasten, auf unsere Askese. Mnogo toga zamišljamo dok s time što se molimo, što postimo, vršimo neku malu askezu. Wir sind doch viel besser als die anderen Menschen dieser Welt. Mi smo mnogo bolji od svih ostalih ljudi na ovom svetu. Oder wir Mönche und Priester mit den schönen Gewändern, dem Mönchsgewand, ist so leicht anzuziehen. Ili mi monasi i svešenici, pogotovo između nas, mislimo da je tako lako obući monaško delo. Anzuziehen dauert einige Minuten. Obući jedno monaško delo traje par minuta. Und schon sehen wir aus, als seien wir Gottesfürchtige. I već kad se obučemo u ta odela, izgledamo kao da smo neki Boži voditelji ovde na ovom svetu. Und wir vergessen dabei alle, dass wir in Wirklichkeit diese Dinge aus Gnade Gottes tragen und gar nicht würdig sind. Ali ne zamišljamo to niko od nas da u stvarnosti oblačimo ova odela samo po milosti Gospodnjoj, a ne zato što smo dostojni toga. Mi nismo dostojni ovih odela. Aber die Welt lebt heute so. Ali danas sve tako živi. Man kriegt dann noch Orden, man wird geehrt und kommt in die Zeitung, in die Medien. Čovjek danas prima ordenje, biva počastovan, piše se o njemu po novinama. Und die Leute reden gut über uns. Ljudi dobro, lepo pričaju o nama. Aber innerlich entsprechen wir nicht, was wir nach außen zeigen. Ali u stvari, ono što pokazujemo spolja ne nalazi se unutar nas. Das ist das eine, was der Pharisäer falsch gemacht hat. To je jedno ono što je Farisej činio pogrešno. Aber er geht noch weiter. Ali on ide još dalje. Und durch diese äußere Art und Weise erhebt er sich über diesen Zöllner, diesen Sünder. I on sa tim svojim nekim spoljašnjim, da kažem, spoljašnjom gordošću, uzdiže se nad drugim grešnikom, nad carinikom. Ich am Freitag faste und am Mittwoch. Ja, posim sredu i petak. Was macht unser Nachbar? Der feiert. Šta radi naš komšija? On slavi danas. Ich versuche, ein Gratia in der Ehe zu halten. Ja pokušavam da ne činim preljubu. Und die anderen sind noch nicht mal verheiratet und machen das. A drugi čak nisu uopšte ni venčani, a čine preljubu. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und vielleicht sogar noch an Werktagen. Ja idem svake nedelje u crku, možda i nekim radnim danom još. Und mein Nachbar schläft bis um 12. A moj komšija spava do podne.
Wir sehen, der Pharisäer will nicht nur schön aussehen nach außen, sondern er will sich erhöhen über die anderen. Kao što vidimo, Farisej ne želi samo da se spolja pokaže lepim i dobrim, nego on se čak uzdiže nad drugima. Und der Teufel hilft uns dann und sagt, ach, du bist ein Guter. Ja, i onda nam đavos to još pomaže, ach, ti si jedan dobar čovjek. Du bist ja so brav. Ti si tako dobar. Du bist ein wahrer Christ. Ti si pravi hrišćanin. Bravo. Bravo. Aber er zeigt uns nicht, was die Wahrheit ist. Ali zapravo đavo ne govori što je zapravo istina. Es gibt in Griechenland ein Büchlein über das geistliche Leben. U Grčkoj postoji jedna knjiga o vezano za duhovni život. Auf der Titelseite na naslovnoj strani sieht man eine kleine Strusekatze. Vidimo jednu mašku koja se mazi. Wie sie in den Spiegel schaut. I koja se u tom momentu se gleda u ogledalo. Und sieht einen Löwen. I vidi veliku glava u ogledalo. Das ist unser Leben. To su stvari mi. Und daher im Evangelium in der Tat ist der Zöllner der wahre Gläubige. A kad pogledamo na današnjem evanđelju, zapravo pravi vernik je bio stari carinik. Im Gegensatz zum Pharisäer ist er sich seiner Sünden bewusst. Zato što je nasuprot Fariseju, on je priznao i znao svoje grehe. Er bleibt hinten. Ostao je pozadu hram. Fällt nieder, will nicht seine Augen zu Gott erheben. Pao je na zemlju, poklonio se Gott, čak ni oči nije hteo ka Gospodu da uzdigne. Er bereut, er schämt sich für seine Sünden. On se kaje, on se srami svojih grehova. Und in diesem Leid hat er keine Augen auf die anderen zu schauen. I u toj njegovoj muci nije imao uopće potrebe niti volje da pogleda u nekog drugog oko sebe. Im Tempel sieht er sich selbst in seiner Sündhaftigkeit und Gott. U hramu vidi samo sebe u svojoj grešnosti i Boga nasuprot njega. Während der Pharisäer eingebildet im Tempel steht und sein Opfer gibt, dok Farisej koji je obrazovan i stoji u tom hramu i prinosi svoju žrtvu Gospodu und seinen verrückten Gedanken nachgeht, i sluša svoje lude pomisli, was macht der Zöllner? Schau dir die Zahlen an. Herr, sei mir Sünder gnädig, erbarme dich meiner. Bože, budi meni grešnome, Gospode, pomiluj me. Das ist unser wahres Leben. To je naš istiniti život. Wir müssen so leben, wie es der Zöllner uns heute vormacht. Mi treba da živimo tako kao što Zahlen nam danas pokazuje. Wir müssen uns wieder bewusst werden, dass Gott uns aus Liebe befreit hat von Satan, Sünde und Tod. Moramo biti svjesni toga da nas je Gospod iz ljubavi oslobodio Satane, pakla i smrti. Nicht weil wir gut oder würdig sind, ne zato što smo mi dobri ili što smo dostojni spasenja, sondern aus Liebe und Barmherzigkeit, nego iz ljubavi i milosrđa. Und in die Kirche werden wir gerufen aus der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes heraus. U crkvu smo pozivani i jesmo pozivani samo iz ljubavi i milosrđa Gospodnje. Nicht weil wir würdig sind. Ne zato što smo mi dostojni toga. Und wenn er mir dieses heilige Gewand gegeben hat, dann hat er es aus Liebe und Barmherzigkeit getan. I ako mi je dao ovo sveto odelo koje danas imam, nosim ga samo zato što mi ga je dao iz ljubavi i milosrđa. Nicht weil ich würdig bin. Ne zato što sam ja dostojan tog odela. Wir rufen zwar Axios. Mi vičemo na rukopolaganju dostojan. Aber jeder, der vorne steht und sich von diesem Axios gleichsam umnebeln lässt, svaki koji na taj poziv kada se rukopolaži, kada viču dostojan i tu se počinje da se uzdiže, ist ein Pharisäer. On je stvari Farisej. Also, wir müssen bedenken als Menschen. Znači, mi kao ljudi treba da razmišljamo tako. Vor Gott sind wir nichts, wir sind Staub, sagen die Väter. Pred Bogom smo ništa, prašina, kažu sveti oci. Denken wir dran, aus Lehm sind wir gemacht worden. Sedimo se samo, od praha, iz praha smo načinjeni. Aber dieser Staub, wenn Gott mit seiner Liebe und Barmherzigkeit kommt und ihn berührt, ali ta prašina koja kada je Gospod došao i dotakao se, wird er zu Gold. Iz ljubavi postala je zlato. Also frage ich euch, wer von uns kann ein Pharisäer sein? Wer kann sich etwas einbilden auf das Gute, das er tut? Evo sad vas pitam, ko od nas može da se da kaže za sebe da nisam Farisej i da činim ljubave stvari i stvari, da sve stvari činim iz ljubavi koje činim. Und wenn wir ehrlich sind, keiner von uns.
I ako ćemo iskreni, niko od nas. Daher nützt es nichts, auf die anderen zu schauen, was sie falsch machen. Zato nam ne koristi da gledamo u druge oko nas, šta oni pogrešno čine. Sondern als Zöllner schaue ich auf mich. Nego kao carinik gledat ću u samu sebe. Und ich kann euch sagen, obwohl ich schon 40 Jahre als Mönch lebe. I mogu da vam kažem, jako već 40 godina živim kao monah. Und bei vielen Beichten, die ich höre, es sind ja Tausende, i mnoge ispovesti koje sam do sada čuo, to su na hiljade ispovesti, denke ich oft, wie gut ist dieser Mensch und wie muss ich mich schämen, auch nach 40 Jahren Mönchtum, dass ich nicht so weit bin. I pomislim, vidi kako je dobar ovaj čovjek koji svoje ispovede, ja posle 40 godina monaža ne mogu da mu griđem. Und die Kirche hat diesen Text am Anfang dieser großen Fastenzeit gesetzt, mit heute beginnt ja sozusagen schon unser Weg auf Ostern. I crkva je danas utvrdila na početku, pošto je ovo početni dan i put već ka Vaskrsu, prvo ka poslu, zatim ka Vaskršnju, crkva je utvrdila ovaj tekst danas koji se čitao. Dass wir uns am Anfang gleich klar machen, wer wir sind. Da odmah na početku da budemo jasno ko smo i šta smo. Armselig, Sünder, schwache Menschen. Dass wir jedni veliki grešnici, dass wir niko i ništa. Dass wir auf die Erde fallen. Da padnemo na zemlju pred Gospodom. Ihr werdet sehen, wenn es dann mit der großen Fastenzeit beginnt. Alle Orthodoxen liegen auf dem Boden. Videće, kada bude počelo vreme velikog vaskršnjeg posta, svi pravoslavci padaju na pod u toku bogosluženja. Und rufen aus Herzen, Herr, erbarme dich meiner. I viču iz sveg srca, Gospode, milosti budi meni grešnom. Und dann wird Ostern, Pascha kommen. I onda će doći Vaskrs. Die liebende Hand Christi wird uns berühren. I ljubljena ruka Hristova će nas dodirnuti. Und wir können aufstehen und jubeln mit dem Auferstandenen. I onda možemo ustati i zajedno slaviti sa svim Vaskrsim Gospodom. Der Pharisäer wartet auf nichts, er ist vollkommen. Fariseo neće ništa, koji je Farise neće dočekati ništa. Der Zöllner erwartet alles von Gott, weil er ist armselig. A carinik, on će sve dočekati zato što se pokaje pred Gospodom i smatra sebe grešnikom. Daher wehren wir dem Gedanken, dass wir gute Menschen sind. I ni u pomislima da nemamo to da smo mi dobri ljudi. Wir sind nie gut. Mi nismo dobri. Außer die Gnade Gottes, der Heilige Geist wirkt um uns. Jedino blagodat Gospodnja i Sveti Duh koji silazi na nas i koji deluje u nama. Deswegen sagen die Heiligen Väter, zato govore Sveti Otci, die Hölle ist voll mit guten Menschen. Pakao je pun sa dobrim ljudima. Und sie meinen damit diese Pharisäer. Zapravo misle na Fariseje današnje, na koje su imamo. Die Hölle ist nicht voll mit Zöllnern, wie dem heutigen. Pakao nije pun sa sajnicima kao onima koje smo danas čuli od njima. Sind die Paradies. Oni su u raju. Die guten Menschen füllen die Hölle. Dobri ljudi pune pakao. Also hüten wir uns zu meinen, wir sind gute Menschen. Prekinimo s tim da mislimo da smo mi dobri ljudi. All das Gute, das wir haben und sind, kommt von Gott. Jer sve to što jako nešto činimo i imamo dobro dolazi od Gospoda, opet nije od nas. Das ist nicht depressiv, traurig machen. Ne da vas to sačini depresivnim ili tužim. Sondern dieser kranke, armselige, sündige Mensch freut sich, wenn der Arzt kommt, um ihn zu heilen. Zapravo taj, mi kada budemo sebe smatrali zapravo pravim grešnicima i da kažem pali u greh i da to zaista shvatim u glavom i srcem, mi ćemo se radovati Hristu koji dolazi tom svevišem lekaru koji će nas ozdraviti. Der Sünder, der sich Gott hingibt, ist ein froher Mensch. Grešnik koji se predaje u ruke Gospodnje zapravo postaje jedan radosan čovjek. Das wünsche ich uns allen heute, dass wir frohe, mit Christus verbundene, arme Sünder sind. Zato vam želim svima od srca danas da svi budete i da budemo svi radosni u Hristu i da shvatimo svoju grešnost, ne bi li nas Gospod sve pomilovao i spasao. Entschuldigung, wenn es zu lange dauert. Otac traži oprošenja ako malo duže govorimo.